Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung. Bevor das Video startet, möchte ich euch bitten, diese Informationen, die ihr jetzt hier im Hintergrund seht, einmal mal kurz durchzulesen, denn das ist wirklich wichtig, betrifft Mikes Meinung, betrifft F1 22 und meine Twitch-Livestreams. Ja, ihr habt es anhand des Titels schon gesehen, heute geht es mal um Juri Vips und seine rassistische Äußerung. Was ist überhaupt passiert? Also für alle diejenigen von euch, die es überhaupt nicht mitbekommen haben, hier die Kurzversion. Am Montagabend haben Juri Vips und Liam Lawson gemeinsam, ich glaube, Call of Duty Warzone gespielt und Liam Lawson hat das Ganze auf Twitch live gestreamt. Dabei hat Juri Vips den wohl größten Fehler überhaupt gemacht, denn er hat das N-Wort gedroppt, also eine rassistische Beleidigung. Red Bull hat davon Wind bekommen und hat den Esten mit sofortiger Wirkung suspendiert, bis alle Ermittlungen abgeschlossen sind. Auch der Teamchef in der Formel 2 sei schockiert darüber gewesen. Nach dem Vorkommnis hat Juri Vips sich auf Instagram gemeldet, indem er sich entschuldigt hat, dass sein Verhalten fehlerhaft war und er möchte bei den Ermittlungen kooperieren. Mittlerweile gibt es auch ein Update. Wenn man im Red Bull Content Pool nach Juri Vips sucht, erhält man keinen einzigen Treffer. Aber kommen wir jetzt mal zu meiner persönlichen Meinung. Fakt ist jedenfalls, das N-Wort ist eine rassistische Beleidigung und er hätte das Wort auf gar keinen Fall aussprechen können. Denn dieses kleine Wort sorgt dafür, dass seine Karriere ganz, ganz schnell den Bach runtergeht. Und ich glaube auch, dass Red Bull den Esten vor die Tür setzt. Aufgrund der Tatsache, dass man keine Bilder mehr im Content-Pool von Red Bull von dem Esten sieht, deutet darauf hin, dass er bei Red Bull aller Voraussicht nach rausgeschmissen wird. Was sein Posten bei Hightech angeht, das weiß ich noch nicht, darüber habe ich noch keine Informationen. Heute ist übrigens Freitag, der 24. und ich weiß immer noch nicht, ob der Este auch beim Großbritannien Grand Prix nächste Woche Freitag im Training dann fahren wird. Sollte sich Hightech aber gegen den Esten entscheiden, stellt sich natürlich die Frage, wer wird denn sein Nachfolger? Ich hätte zwei Namen, Zendeli und Beckmann. Von Juri Vips habe ich immer sehr viel gehalten. Er hat nicht nur in der Formel 2 eine gute Leistung abgeliefert in den letzten Jahren, sondern auch hin und wieder mal ein Grand Prix gewonnen. Und er durfte ja auch beim Spanien Grand Prix im ersten freien Training im RB18 Platz nehmen und das Auto eine Stunde lang um den Kurs herumfahren. Die Frage ist jetzt nur, was genau erwartet denn jetzt den Esten? Wo wird er als nächstes sein? Was glaubt ihr? Wer wird den Esten, wenn er bei Hightech rausgeschmissen wird, denn ersetzen? Und vor allen Dingen, was glaubt ihr, wie geht's mit seiner Karriere jetzt weiter? Wo soll er hin? Wo könnte er denn einen Platz bekommen? Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen und das supportet auch meinen Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video, was ein F1 22 Video sein wird. Macht es gut, bis dann und ciao.